Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge No One Survived. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid und ja, die letzte Folge war ein wenig holprig, muss ich einfach mal sagen. Ja, sie war eine Katastrophe, da ich leider das Bett nicht geclaimt habe, was ich jetzt auf jeden Fall machen werde. So, denn das hatte ich nämlich auch die ganze Folge wieder vergessen. Esse ein Steak, bevor es mir gammelig wird. Und fühle mich einfach pudelwohl. Gut, heute Plan Dach fertigstellen. Das ist der Plan dieser Folge. Hört sich jetzt sehr langweilig an, aber ihr wisst ja, dass ich sehr speziell bin, was das betrifft. Und dementsprechend wahrscheinlich wieder irgendein Scheißbau, der nicht funktionieren wird. Aber mal gucken, was wir daraus bauen. Vielleicht wird es ja doch klappen. Ich bin auf jeden Fall guter Dinge. Ich würde am liebsten einmal hinten gucken gehen, ob ich nochmal eine Axt finde. Das wäre nämlich ganz schick. Ich habe auch bestimmt die ein oder andere mal liegen lassen. Was haben wir denn so im Kofferraum überhaupt noch drin? Ja, Ersatztreibstoff, Kohle, Bücher. Nichts Besonderes halt, ne? Aber egal. Auf jeden Fall haben wir Wasser dabei. Sauberes Wasser. Und keine Waffe. Das ist natürlich jetzt schon mal Fail. Deswegen rein in die gute Stube. Wir haben die Schrotflinte. Wir haben keine Schrotflintenmunition. Wir haben aber dafür ganz viel 5,56. Aber dafür habe ich keine Waffe mehr. Ja, wunderbar. Ich habe... Scheiße. Das ist echt mies. Wir haben ja alles verloren durch den Sterben. Das war ein großes Problem. Ich brauche irgendeine Waffe mit 5,56. Die muss ich mal in irgendeine Bude mal besorgen gehen. Das wäre vielleicht schlau. Und auch ein neuer Rucksack wäre vom Vorteil. Sonst passt hier gar nichts rein. Deswegen hoffe ich, dass ich da gleich ein bisschen Glück haben werde. Die Schrotflinte kann ich mir im Inventar packen. Schrotgewehrmunition könnte ich mitnehmen. Wird mir nicht viel bringen. Habe ich einfach zu wenig Schuss für. Aber ich habe gerade keine andere Wahl, wie ich das gerade sehe. Dafür haben wir richtig viel Munition. Das ist was Feines natürlich. So. Was ist denn das für eine Sortierung? Es ist irgendwie eine weggeflogen. Keine Ahnung. Für die AK haben wir nur noch das hier. Schalldämpfer für Scharfschützengewehre. Naja, das sind so Sachen. Scharfschützengewehr bei so vielen Zombies bringt nicht wirklich viel, ne? Gut, ich gehe einmal oben gucken, ob ich da noch eine Knarre liegen habe. Bin jetzt mit diesem mittelalterlichen Helm ziemlich lächerlich bekleidet. Und danke nochmal für eure lieben Kommentare. Shavum etc. Alle, die noch so geschrieben haben. Hat mich sehr gefreut auf jeden Fall, dass euch die Folge dennoch ein wenig gefallen hat und auch das nette Feedback, was ich immer von euch bekomme. Konsumiere das einfach mal gucken, was passiert. Gar nichts. Das nette Feedback, was ich von euch bekomme. Ich gebe mir große Mühe hier im Spiel, ja. Hab sehr viel gelernt. Aber bin auf jeden Fall kein Meister des Spiels. Da sind bestimmt einige viel, viel besser als ich. Aber ich freue mich trotzdem, dass... Ich glaube, die ist verwelkt. Abbrechen, so. Tschüss. So. Keine Waffen, kein gar nichts mehr, ne? Das war so klar. Salpetersteine und Nähzeug und eine Lampe. Das war's. Naja, ich werde mal mutig sein. Ach, guck mal. Den habe ich fast vergessen. Der lag ja noch doof rum. Jetzt hat er einen Sinn. Ist das nicht herrlich? Jetzt haben wir doch noch einen Rucksack gefunden. Und dann noch einen schönen militärischen. Können wir mal rüber marschieren? Oder farmen wir? Marschieren reicht eigentlich völlig aus. Versuchen eine Axt zu farmen noch irgendwie. Mit meinem paar Schuss. Hat die denn noch welche geladen gehabt wenigstens? Nein, leider nicht. Versuche noch eine Axt irgendwie aufzutreiben. Sollte ja irgendwie machbar sein. Warum habe ich jetzt die 600 Schuss mit... Ach, ja klar. Gut, hat es jetzt einfach so in der Tasche gesteckt, der Halunke. Ich wollte es eigentlich umstecken. Na, ist egal. Jetzt nehme ich halt einfach Munition mit, die ich dann verliere, wenn ich sterbe. Aber die kann man ja holen. Ist ja nicht weit weg von zu Hause. Und da steht ja auch ein Auto. Und das Bett. Ich habe das Bett wieder geclaimed. Oh, das habe ich jetzt auch wirklich in der letzten Folge immer wieder vergessen. Und ich habe auch Shavum sein Link vergessen. Den werde ich in dieser Folge aber nicht vergessen. So, gut. Gucken wir mal schnell rein in den Behälter.
Nichts drin. Ich hoffe, der Sommer tritt bald wieder ein. Der Winter, der nervt so ein bisschen. Sieht irgendwie aus, als ob man auf ein Dach kommen sollte, ne? Weiß nicht warum. Haben hier gar keine Zombies irgendwie. Wow. Der läuft nicht gut auf dem Dach. Macht keine coole Rolle. Versager. Und ja, wo haben wir Loot? Loot. Wo ist er denn hin? Wo hat er sich denn wieder versteckt heute? Auf jeden Fall die hier. So, ich hoffe, ich habe noch. Gut, ich habe sofort eine Axt gefunden. Auf der Stelle. Nimm einfach mal ein bisschen was mit an Zeugs, was wir jetzt so finden. Baumwolle nehme ich ja auch immer gerne mit. Ich weiß immer noch nicht, wofür man sie braucht. Wenn wir beim Schneidern lernen. Dann haben wir noch hier den Kram. Könnte ja auch mal endlich Neues gespawnt sein. Ich habe da, glaube ich, auf 20 Tage gestellt. Ziegel habe ich noch gar nicht benutzt. Salpeter. Ich weiß auch nicht, wofür Salpeter ist, ehrlich gesagt. Wofür ist dieser Peter? Mal zerlegen die Sachen eigentlich, ne? Und da haben wir in der Metallbarren. Aber erstmal können wir sie in der Tasche stecken. Weil wir jetzt ja eigentlich schon das gefunden haben, was wir wollten. Wir brauchen ja nur ein bisschen Holz. Aber cool wäre natürlich auch, noch eine Axt zu finden. Ne? Da haben wir schon mal eine auf Reserve. Damit wir auch irgendwann mal diesen Skill haben und uns dann so eine Axt einfach selber mal locker flockig selber bauen. Ne? Ist natürlich auch wunderschön. So. Das Gelände ist absolut zombiefrei aktuell. Das ist echt Wahnsinn. So viel Glück habe ich noch nie gehabt, glaube ich. Ein Schuss, ein Eisenklumpen mitnehmen. Da darf man wieder mal, warum auch immer, nicht durchsuchen. Und ich habe den Facecam kleiner gemacht. Ich hoffe, sie ist jetzt nicht zu klein. Aber war doch schon, ich habe selber geguckt, relativ sehr groß im Bild. Also so selbstverliebt bin ich auch nicht, dass ich mich da so groß sehen möchte. Aber Ziegel, Ziegel sind echt teuer herzustellen, aber ich brauche sie einfach nicht. Ne? Ich brauche keine doofen Ziegel. Hopf. Auch nur einer. Okay. Der war ja schon 120.000. Mal gucken. Aber wie gesagt, man kann ja Glück haben, dass es dann mal neu gespawnt ist. Das Material. Nehmen wir halt noch mehr Salpeter mit. Für irgendwas brauchen wir das irgendwann mal. Freuen uns, dass wir es haben. Ich werfe mal die drei Stück heraus. Aber wie gesagt, die Axt weiß das Ziel und schon erledigt. Erdbeersamen. Gurkensamen, Karotten. Was wir wirklich brauchen, ist Kalk. Kalkstein. Weil. Ja, wir auch viel Glas brauchen fürs Gewächshaus. Und da möchte ich nicht. Weg mit dir, weg mit dir. Weil wir ja auch dann nicht dann erstmal ewig lang Gras, würde ich ja sagen, Glas herstellen müssen. So, was haben wir denn hier Spannendes drin? Steine. Noch Salpeter, habe ich das jetzt genommen? Nein. Den guten alten Peter, den nehmen wir mit, ne? Aber wie gesagt, hier waren wir schon x-mal gucken. Ist ja kein großer Weg. Was es so Feines gibt. Ich habe ja oben eigentlich noch welche. Da könnte man immer noch ein bisschen. Ach, Landwirtschaft haben wir so maximal geskillt. Weg, ab in den Müll, ab in den Schnee. Ah, das Blöde ist, dass die Axt nicht lange hält. Und ich habe keine Ahnung, ob man die reparieren kann. Aber jetzt haben wir auch eine neue Spitzhacke. Ein bisschen Kohle nehme ich auch gerne mit. So. Gerade von der Arbeit gekommen. War ein furchtbar anstrengender Dienst. Gebe ich jetzt ehrlich zu. Und habe erstmal eine halbe Stunde vorm Computer gesessen und gedacht, ob ich mich jetzt erstmal hinlege oder ob ich heute eine Folge aufnehme. Aber dann war die Lust doch zu groß. Und ich habe mich dann selber überredet, eine Runde aufzunehmen hier. Denn das Dach, das bedeutet mir einfach zu viel. Ich muss es haben. Ich muss es haben. So, dann machst du ja eh nur Zeugs raus. Ich habe aber auch wirklich tatsächlich fleißig alles aus den Werkzeugen gesammelt hier schon im Spiel, ne? Aber sehr fleißig. Ja, also Samen können wir uns später holen, wenn wir das Gewächs, was wir irgendwann gebaut haben. Das dauert wahrscheinlich noch 100 Jahre. Aber ist echt so drei Stückchen drin. Das ist, glaube ich, nur Dünger. Nö, sind so Motorteile drin. Gummi.
Brauche ich aktuell nicht. Brauche ich aktuell nicht. Tut nicht Not. Ich weiß nicht, ob die leer sein müssen, damit da was Neues spawnen kann. Das frage ich mich. Aber da unten haben wir auf jeden Fall wieder Zombies, das weiß ich. Da waren noch nie nicht Zombies. Aber die Kisten, wie gesagt, könnten jetzt wieder frisch sein. Alle 20 Tage habe ich, glaube ich, bei mir eingestellt auf Server. So, was ich irgendwo einstellen kann, nochmal nachträglich. Guck mal. Ist das so übertrieben, oder? Wie soll man das denn schaffen? Wie soll man das denn hinkriegen? Der eine Polizist darf ruhig bei uns wohnen, wenn er mag. Aber ich habe gerade nichts in dem am Hut. Ich freue mich gerade, dass ich eine Axt gefunden habe. So schnell. Und noch eine Spitzhacke. Jetzt habe ich wieder so ein bisschen Grümpel dabei. Aber kein Messer. Oh, ich hätte einfach mal so ein blödes Messer nehmen sollen. Ne? Und er hört auch nie auf. Ne? Der kommt und kommt und kommt. Ach ja, liebe Zombies. Ihr müsst eine Langeweile haben. Dein Ernst? Ja, das muss so eine Grenze sein, wie weit die dich verfolgen scheinbar, ne? Okay, das finde ich aber jetzt witzig. Jetzt habe ich nicht wirklich in den Kommentaren geguckt, weil ich ja gerade erst von der Arbeit nach Hause gekommen bin. Ich hoffe, ich habe nichts verpasst an Namen. Denkt dran, Leute. Oh. Wir sind schon ganz schön groß geworden. Erwachsenes Mutterschaf, erwachsenes Wildschwein, erwachsene Sau. Ich weiß nicht, ob die sich paaren können. Keine Ahnung. Aber die sind jetzt erwachsen auf Stufe 1, 2. Das bedeutet, wir können... Oh, mir ist kalt. Irgendwie nichts mit denen machen hier, so in der Form. Kann mir denn noch kalt sein? Ich habe doch überall was an. Der mittelalterliche Helm, Militärjacke, keine Handschuhe. Wir haben keine Handschuhe an. Das ist sehr dumm. Warum tauschen wir mal eine Machete gegen ein paar Handschuhe da hinten? Aber da können wir eigentlich jetzt hier auch mit Holz sammeln gehen. Damit wir das auch miteinander verbinden können. So. Ich habe keinen Kaffee gemacht. Ja, mir ist kalt, scheiße, weil ich jetzt wieder HP oder was? Ich habe mir angezogen, alles. Machen wir da hinten mal den Händler die Bäume weg. Ja, wir verlieren HP. Aber wir werden bestimmt einen Handschuh finden. Nassein ist egal. Nassein, der friert nicht mehr. Ah, ist sehr, sehr eingeschränkt in der Geschwindigkeit des Spielers. Wenn man hier mit der Karre rumläuft. Jetzt ist erstmal stehen bleiben. Jetzt mal zum Händler und hol mir schnell Handschuhe. Du hast bestimmt schöne Handschuhe. Mittelalterliche Handschuhe. Mittelalterliche Handschuhe. Oh, die sehen aber echt warm aus, ne? Finde ich jedenfalls, auch wenn sie mittelalterlich sind. Kältewiderstand plus 15. Plus 15, okay. Plus 15. Doch, dann bleiben wir beim Militärischen. Was willst du? Willst du für ein Stück Gummi? Nein, reicht nicht. Ein Küchenmesser? Nein, reicht nicht. Ich habe ein Messer. Sehe ich gerade. Eine Machete will er auch nicht haben. Ein Brecheisen. Alter, was will denn der alles haben? Für so ein paar Handschuhe. Bescheuert? Mann, mir ist kalt. Und davon haben wir so viel. Wette, dass ich denen viel zu viel geben würde, wenn ich das jetzt annehmen würde. Das Angebot. Machen wir lieber ein bisschen hier. Oder die 26 Patronen hätten völlig gereicht. So, ich habe Handschuhe. Und ich habe sie auch direkt an. Und mir ist auch auf einen Schlag nicht mehr kalt. Haha! Muss ja im Sommer drauf achten. Ne, wegen der Hitze. Da steht auch immer wie viel. Kälte minus 33 bis genau, ja, da sind wir hängen geblieben. Minus 33 Grad. Es ist mir wieder kalt, weil wir minus 35 haben. Okay, das ist nicht gut. Das ist nicht gut und macht mir keinen Mut.
Was haben wir denn? Hat das andere Sachen hier drin? Nee, ne? Wir haben an. Eine Militärjacke, Kältewiderstand mit plus 45. Wow. Also wir haben eigentlich ziemlich. Okay, plus 15, der Kopf. Aber wir haben noch schon so Hammerklamotten an. Außerdem behält er die ganze Zeit meine Sachen. Das ist ja voll krass. Plus 15. Wir haben schon Hammersachen an. Warum sind wir denn immer noch am Erfrieren? Jetzt mal ohne Witz. Ich glaube, es ist der Helm, ne? Schon mal ich denn da? Ich glaube, das ist der Helm. Der ist einfach Schrott. Kältewiderstand minus plus 15. Kopfverteidigung plus 50. Okay, das finde ich echt scheiße, dass man trotzdem erfriert. Das heißt, ich erfriere, ob ich will oder nicht. Wenn es nicht ein bisschen wärmer wird, mal langsam. Erstmal sammeln, wie bescheuert. Achso, schon voll. Natürlich wieder Unsinn. In der Tasche. Wenn wir schön auf die HP achten, ist ja so ganz knapp an der Grenze des Erfrierens. Und wir sind ja nebenan, ne? Also mein Gedanke ist immer so, dass wir auf jeden Fall nicht erfrieren, weil. Oh, das ist mies, ne? Weil wir ja auch Kleidung tragen. Aber das ist aber auch hier arschkalt, ne? Minus 36 Grad. Immer schon bücken. Bücken hilft. So, dann nehmen wir noch welche von uns in der Tasche mit. Dann schnell den Wagen zurück. Und dann ab in die Bude. Ich glaube, die Bude, die wird nicht richtig warm durch die ganzen Feuer etc., was wir uns alles machen, weil die offen ist, ne? Die ist ja komplett offen. Die hat ja gar keine Tür, die jetzt gerade aktuell zu ist. Weil wir den ja noch nicht bedacht haben, den ganzen Spaß. Und was machen die Schweine da? Ich hab das gesehen. Haben die vielleicht schon geschnackselt? Kriegen wir bald Ferkelchen? Das wäre doch schön. So, gut. Aber Tiere kenne ich mir eigentlich aus, ne? Also, das sind zwei verschiedene. Also ein Wildschwein. Und ein Eber. Ich weiß nicht, ob ein Wildschwein weiblich ist. Das könnte auch ein weibliches Wildschwein sein, ne? So, Problem ist HP, ne? Aber ich weiß, das gut zu umgehen, indem wir einfach bis morgen früh schlafen. Aber erstmal können wir dabei Bretter herstellen. Erstmal voll machen hier und dann schön Bretterchen herstellen. Erstmal bis morgen früh schlafen, sagen wir mal fett 12 Stunden pennen. Dann haben wir auch wieder volle AP. Essen, Trinken ist da, das kriegen wir hin. Oh, nie so wirklich viel Hunger und Durst bekommt während des Schlafens. Immer so ein bisschen nur. Oh, Wasser geht aber gerade gut weg. Oh, ich darf hier nicht tot schlafen. Ja, geschafft, geschafft, alles gut. Bisschen schlürfen. Ah, früher morgen. Minus 20 Grad. Das war die Nächte halt geschickt überschlafen, ne? So, und das Ding hat auch seine Arbeit geleistet in der Zwischenzeit tatsächlich. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Planken, Planken, Planken. Ich weiß, mit F wirft er sofort alle rein.
Aber ich genieße immer jede Planke, die ich hergestellt habe. Ich weiß, es wird am Ende nicht passen. Irgendwas wird da nicht stimmen. Da will noch mehr hergestellt werden. Jetzt haben wir minus 24 Grad. Wir sind auf jeden Fall nicht am Erfrieren. Das ist das Gute. Weil wenn der Sommer kommt, dann ist das Leben einfach einfacher. Muss man einfach so sagen. Es ist einfach einfacher. Der Winter ist in so einem Survival-Game nochmal doppelt, dreifach kacke schwer. Aber gehört hier einfach mit dazu. Genau, dass man einen bescheuerten Hut auf hat, ne? So, jetzt können wir für 3 setzen. Schon mal da sind, dann zerlegen wir das auch. Ich überlege aber auch gerade, ehrlich gesagt, eine Melee-Waffe zu behalten. Weil die Axt ist keine Melee-Waffe. Brecheisen weiß ich auch nicht, braucht man auch für nix. Das ist immer gut zu haben. Und das ist einfach Material, ne? Als Mini-Waffe müsste man diese Scheiße aber immer in der Tasche mitschleppen. Das nervt so ein bisschen. Nein. Ja, und das ist wahrscheinlich nicht in der... Muss ja wahrscheinlich eher hier auf so ein... Das hat 2-Hand-Slot legen. Naja, einfach mal überlegen, was man damit so treibt. Wow, geht da ab. Wow, geht da ab. So, das haben wir alles erledigt. Ich tue mal die Bretter zurück. Die stören mich jetzt hier. Barren können dahin. Kohle kann hierhin. Auf der 3. Dann macht er weiter schön Strom. Die Tür kann mal zu, ne? Vielleicht hilft das ja wirklich mal ein bisschen, was Temperatur betrifft. Wie gesagt, immer noch minus 19 Grad. Batterien sind alle fast... Guck mal, was er lädt, ey. Boah. Ja, er geht immer an der ersten, glaube ich, dran, wenn wir irgendwas basteln. Darfst du denn irgendwas machen noch? Nicht, dass du irgendwie Langeweile hat, das Gerät. Ja, Aluminiumbarren. Dann holen wir uns mal ein paar schöne Stöckchen. Was mache ich denn jetzt mit euch? Könnt ihr bestimmt einfach erschlagen und essen, ne? Aber das wäre ja nicht so ein Zweck. Also wir haben ein erwachsenes Wildschwein und eine erwachsene Sau. Das wäre ja irgendwie ein Männchen und ein Weibchen, ne? Keine Ahnung, müssen wir beobachten, was da passiert. Ist eine blöde Jahreszeit, jetzt hat einfach Winter, ne? So, 2 Ressourcen gleichzeitig sammeln ist immer geil, wenn man so viel schön dafür bekommt. Ah, Gebüsche. Davon gibt es einfach so viele. Ach, guck mal, am Tag geht das ja, ne? In der Nacht muss man halt echt aufpassen. Dass man nicht den Löffel abgibt. Das ist echt gemein. Aber es ist halt Winter. Das verlangt man in so ein Spiel auch, ne? Der Survival-Titel. So, gut. Jammer nicht. Das ist kein Jammern. Nur auf hohem Niveau. Hab's ja selber verkackt. So, hier guck mal, ganz viele Gebüsche geleichtert. Mach mal eine Pause hier. Dann seltsam Herr der Ringe-Hut. Kapazität, wow, wir haben einiges an Stückchen gesammelt, aber das reicht nicht. Uiuiui, da ist er kaputt. Hauptsache, wir schleppen Salpeter mit rum. Und die beiden noch hier und dann wollen wir mal zurückmarschieren. Ist meine Axt nämlich schon fast wieder kaputt.
Und wenn ich die Axt nehme. Aber da hätte ich auf Wartung gehen oder sowas, ne? Das wäre natürlich schön, die immer wieder zu reparieren mit einem Eisenbarren. Aber so einfach macht uns das Spiel das hier, die ganze Geschichte nicht. So, Schweinchen, Schweinchen. Boah, jetzt machen sie ganz schön das Schweinchen-Zauns. So, jetzt haben wir gleich bald tragen, brauchen wir bald wieder tragende Strukturen. Lalala, Dach, 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 Dach. Und dann haben wir darunter keinen Schnee mehr. So, ja, jetzt geht's weiter. Scheiße, ich werde sowas schon verkacken. Habe ich tatsächlich keinen Bauhammer mehr? Bin ich wirklich Bauhammer los? Kann mir das gar nicht vorstellen. Wir hatten den Dicken ja noch eine Backe letztes Mal, ne? Ja. Muss ich mir ja leider einmal Baumstamm. Da muss ich zum Baum. Schäfchen, kannst du mir was holen? Das habe ich leer gefegt. Man könnte ja rein technisch. Die gute Zeit nutzen. Wo wir nicht am Erfrieren sind. Aber wir kriegen Proteine und so. Ach, das brauchen wir bald. Ich baue mir immer den Platz selber. Ey. Das schaffe ich aber auch immer wieder. So. Ja, wenn wir hier ganz viel rumliegen. Immer wenn ich hier langlaufe, sehe ich die da liegen. Der Baum soll ja nicht umsonst gestorben sein. Das wäre ja gemein, ne? Da irgendwo ganz viele noch auf der Straße. Na schade, ich glaube, die Axt wird dann glauben müssen. Direkt in die Kiste rein. So. Und jetzt liest schon da wieder. Geht doch viel schneller so, ne? Erfrieren ist echt doof. Frieren macht keinen Spaß. Also das Einsammeln sogar noch viel geiler so. Nein, ich wollte F drücken. So. Ja, nee, sind auch noch. Dann haben wir wieder ganz viele Hölzer. Und die Axt hat auch überlebt. Oh Mann, gib mir das so eine blöde Honigwabe, du. Blödes Spiel. Der liegt schon nur noch daneben. Fiese Welt von No One Survived. Aber man hört ja, der Titel des Spiels ist ja schon, man überlebt nicht. La la la. Ja, ich weiß nicht, so Sonnenenergie und so, ob man das alles bekommt im Winter. Scheint ja trotzdem die Sonne, ne? Müsste ja eigentlich auch Energie machen. Oder steht es vielleicht sogar dran, ob es Energie macht oder nicht? So, ich baue mal ganz fix einen Bauhammer. In der Hosentasche. Jetzt dann auf 3, sonst könnte ich ja nicht bauen. Mal ganz kurz auf Solarenergie gucken. Dann Panel, ein richtiges. Na gut, 300 Watt, 300 Watt, 300 Watt, 300, 200, 200, 300, 300, 200, 300, 200. Ja, ganz gut aufgestellt, ne? Muss ich sagen.
Das haben wir ganz gut gemeistert bis dahin. So, jetzt geht's weiter mit dem Dach. Ich kann jetzt höchstwahrscheinlich erstmal Bretter herstellen, wie ein Doofen. So. Drück mal die 3, nee, das ist die 4. Und guck weiter nach Dachelementen. Da. Boden. Naja, da werden jetzt wahrscheinlich Stützen nötig werden. Was ich hier wieder nicht verstehe. Also das passt so, aber so wieder nicht. Das passt hier alles. Aber Stützen brauchen wir dennoch. Da muss man genau gucken, wo die hingesetzt werden, die Dinger. Da können wir auch so. Das Problem umgehen. So, einfach nach ein bisschen nach Gefühl gemacht. 3. Oh, da geht immer ein ganzes Dings drauf, ey. Ein ganzer Baumstamm. Man, glaube ich, auch nicht wiederbekommt, wenn man es abreißt. Ich will hier Wärme produzieren in der Wohnung. Ach Quatsch, mach ich denn? Ich will Temperatur erzeugen. Nennt man schön Kamin. Nö. Lässt er nicht zu. Tragende Struktur, ja. Sag nicht, ich brauche echt die Querbalken. Ich lach mich tot. Muss den nicht packen. Sag nicht, ich brauche wirklich diese scheiß Querbalken. Passt schon gar nicht mehr hin. Oh Mann, das ist doch alles nicht das, was ich mir gewünscht habe. Kannst du das wegmachen? Ja, warte. Ich drücke immer auf den falschen Knopf. Ich kann machen, was ich will. 4 Gitterballen. Dreierballen geht nicht. So, dann 4 Gitterbalken dahin. Ich habe doch nicht die Balken überall gebaut. Nur hier. Man muss halt tricksen, ne? Die Balken werden es alleine nicht machen. Also wenn ich jetzt ein Dach nehme, wähle, dann snappt der nicht am Dach, ne? Also da bin ich, bin überall daneben irgendwie. Das nimmt überhaupt nicht auf dem Dach. Bin irgendwie völlig daneben gebaut. Müsste einer hier direkt daneben. Hä? Ich kann den in den drin nochmal bauen. Nein. Nur testweise. Gut. Schöne Baumstümpfe. Ja, es wird immer noch eine Struktur fehlen. Da kann ich machen, was ich will. Und das Bausystem hat es echt in sich hier, ey. Also da wären Stützen da. Tragenstuhl oder Gegenstand, der den Bau verhindert. Passen tut das da rein. Ja, man muss herausfinden, was es ist, ne, das Problem. Was könnte den Bau denn verhindern? Also hier haben wir Struktur reingemacht, die gar nicht brauchte wahrscheinlich. Auch nichts wieder, ist so gemein. Abreißen. Das ist doch Unsinn.
Der war nicht mal gegenüberliegend. Das wäre tatsächlich überliegend. Aber auch der berührt den gar nicht, ne? Da könnte sein, dass der im Weg steht. Ach, warum macht ihr mir das denn so schwer? Warum? Mein schönes Holz. So. Ich krieg dieses scheiß Dach niemals im Leben zu. Ich krieg das niemals im Leben zu. Ohne Witz. Wann soll ich hier rausfinden, welche Struktur fehlt? Aber ich habe jetzt so viel fertig gemacht. Oder ob was im Weg ist. Keine Ahnung. Ich muss es ja wissen. Es ist ja einfach nur rot. Und hier. Auch nicht gegenüber gebaut. Ah, ich hätte ihn nicht abreißen brauchen. Toll. Ich habe auch viel doppelt da gebaut, also hab da auch immer meine Problemchen gehabt. Na, da will aber auch gar nichts mehr jetzt. Uiuiuiui. Da oben drauf will er bauen. Warum? Das ist ja nicht mal verbunden miteinander. Das kann ja keine Tragstruktur sein, so. Aber ein Dach da drauf? Also für mich wäre das eine tragende Struktur, ja. Wirklich. Und das berührt den ja nicht mal. Warum berührt der den? Ach, oh Gott, wie krumm und schief man aber auch bauen kann, ne? So, So, sind die beide gleich? Ihr seht schon mal eine Schwierigkeit, ne? Das nimmt er nicht an. Er nimmt es einfach nicht an. Also es kann ja nichts im Weg sein. Das Dach liegt ja da drauf. Es kann nur das eigene Dach im Weg sein. Ne? Z. Nach oben, nach unten bringt mir nichts. Offset zurück zu Gebäudemenü, öffnen, schließen. Ja, Fangoption. G. Achso, dann macht das aus. Das ist natürlich nicht zielgebend. Auch egal, wie das aussehen würde. Aber das andere Dach habe ich wirklich besser zugekriegt. Sag ich ganz ehrlich. Das hier müsste ich noch eins bauen dürfen. Das wundert mich so extrem, dass der das hier nicht bauen darf. Das kann ja nicht, da kann ja nicht im Weg sein. Da baut er entweder zu lang oder zu kurz. Na, das ist echt schwierig, muss ich sagen. Außerdem ist es sehr durchdacht. Das muss man dem Spiel schon lassen. Pulver, die Holzflöcke. Dafür der Bäume fällen gehen 1000 Stück. Weil ich Stützen setze, wo ich sie nicht brauche. Aber dieses Bausystem macht mich wahnsinnig. Kann doch nicht sein. Warum denn nicht? Da ist doch Stützen da. Na, guckt euch das an. Das ist doch abgestützt wie Sau.
Wir haben aber auch in der anderen. Hier haben wir ja nur so gebaut, wegen dem Dach. Weil ich ja die zweite Etage haben will. Wenn man aber jetzt hier zum Beispiel Dachelemente nimmt. Weil man einfach keine andere Möglichkeit mehr findet. Das. Die snappen auch ja auch nicht mehr. Ach, das ist auch was, nämlich das seltsamste Element, was es gibt. Snap nicht, das ist einfach grün. Das snappt nirgendwo. Es ist einfach grün und geht. Was einfach überall bauen, so ein Dach jetzt, wenn du Lust hast. Wirklich. Aber das wird natürlich total dämlich aussehen. Ist das nicht ein flaches Dach eigentlich? 20 Grad. Oder klein, was ist das denn? Ach, wie süß. Ein Riesenteil. Oh Gott, wie viele Elemente der Entwickler da reingepackt hat, ne? Ist echt irre. Da weißt du gar nicht, wo du anfangen solltest überhaupt. Leider snappt das nicht, ne? Das wär's ja. Das Snappen wär's jetzt. Ich würde einfach so ein scheiß Strohdach drauf bauen. Aber so aufs Kuddelmuddel mache ich kein Strohdach drauf. Ja, also hier am Boden, da snappt es irgendwo. Aber hier ist einfach zu viel Durcheinander drin. In den Geraden und Ungeraden. Ich würde hier wenigstens hier eine Tür reinbauen. Also mal jetzt mal ohne Witz, ne? Jetzt, dass wir da drin tatsächlich. So, da drin tatsächlich mal warm haben. Scheint ja nicht so zu funktionieren, wie ich will gerade hier. Tür, 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 Tür. Holzfenster. Stört ja keinen, oder? Dass da eine Tür drin ist. Warum soll da keine Tür drin sein? Kann ja nicht verboten sein. So. So, hier drin ist einfach minus 21 Grad. Weiß nicht, ob es wärmer wird jetzt mit Tag oder so. Aber wir haben ja einen fetten Kamin an. Müsste eigentlich aufwärmen. Das finde ich ein bisschen albern, dass das nicht geht. Ich muss ein bisschen naschen. Hilft alles nichts. Und ich komme mit dem Dach nicht klar. Es ist kein schlechter Scherz. Diese Steinwand ist völliger Blödsinn. Da ist eine Ritze zwischen. Hier ist perfekt. Na, glaube ich. Hier ist richtig gut gelungen. Das Dach. Aber das hier. Das kriege ich nie zu. Kann ich jetzt bauen, machen und tun, was ich will. Also, was haben wir denn hier noch für Möglichkeiten? Das snippt es aber, ne? Da will er nicht ansnappen. Ja, der muss ja ein Dach haben. Bringt das nicht, das mal. Einfach so ein Experiment. Experimente bringen ja was. Was für ein Ding? Oh Gott, kannst du viel machen, ne? Einfach eine Wand. Die darf er da wieder nicht bauen. Warum nicht? Okay. Jetzt habe ich mal so ein Dreieck da. An dem Dreieck kann man ja sowas hier zum Beispiel ransetzen dann. Ach, was ist das denn schon wieder für ein Ding? Mann! Wenn es dann stehen würde, oder? Wir machen das jetzt mal.
Ah, fuck. Also man muss diesen blöden Hammer immer wieder aus der Hand nehmen, damit man an dieser blöden Werkbank kommt, ne? Dabei ist es ja so blöd, die hilft uns da hochzukommen. Na toll, wie sie diesmal hilft, gar nicht. Wie ist es denn gerade geschafft? Hä? Ich bin gerade aus Versehen aufs Dach gekommen? Im Ernst? So, was habe ich gesagt? Drei. Das Ding hier snappt nicht dran. Es snappt nicht. Seht ihr? Er sagt, ja, ich könnte es bauen. An sich selber snappt es dann wieder. Okay. Oder wird eine riesen Lücke entstehen. Jetzt hier. Dazwischen. Das kann es nicht sein. Wir sehen, dass ich glaube, ich muss das ganze Dach wegreißen, Leute. Ich muss das gesamte Dach irgendwie ändern, dass das funktioniert. Gut, der ist nicht zum Klettern gedacht, ich weiß, aber hat gerade so gut geklappt. Oh. Das war so schön. Ach, ich komme aufs Dach. Ich will irgendwie hier mal einen Weg. Nein, ich habe ja hier eine Leiter hin sogar aufs Dach. Dass man da eventuell. Also mit der Steinmauer ist ja auch sowieso Käse hoch 10 gewesen, ne? Da brauche ich gar nicht von reden. Das war Käse hoch 10. Aber jetzt zum Beispiel Wände ziehen. Aber wenn ich das jetzt versuche. Das wird einfach unglaublich viel Holz kosten. Ach, da ist. Die Lücken sind nicht schlimm. Da kommen ja die Träger zwischen. Na, hier habe ich schon das Problem mit dem Abstand. Aber es gibt ja noch die Möglichkeit. Aber ich mal wissen, welche Tastenkombination das ist. Immer hier. Höher. Das ist links, rechts. Vorne, hinten, links, rechts. Nein, ich will nicht an. Oh. Dass es passen würde, ne? Ob man will oder nicht. Und da kann er sogar wieder ineinander bauen. Erklär mir das doch mal bitte einer, wie das geht. Da wird dann auch wieder von den Abständen nicht passen. Aber da haben wir jetzt ja. Gerade gelernt. Okay, ist hoch, runter, links, rechts. Weiß nicht, was denn richtig ist, das ist das Blöde. Jetzt ist die richtige Höhe. Also wirklich mega mitdenken müssen, ne? Das ist das Problem hier, dieses Stück Wand. Hä, wo hab ich das hingebaut? In der Luft jetzt? Wie ist das möglich? Da kann doch keine tragende Struktur gewesen sein.
Nein. So. Das ist nur eine Verzweiflungsbau gerade aktuell. So ganz gut auch so. Ja, genau. Dann so. Das reißen wir ab. Und dann haben wir hier die Lücke, die wir schließen müssen. Aber bündig. Da haben wir sogar ein Loch da unten drin. Wie gesagt, das ist jetzt alles nicht so schlimm. Aber das ist alles in seinen richtigen Größen dann, ne? Da kommen überall wahrscheinlich. Nein, nicht mal welche dazwischen mehr. Das ist aber. Oh Gott, was habe ich denn jetzt dann kreiert? Ich dachte, da kann ich die Dinger zwischenpacken. Da, warum auch mal ja. Da geht's nicht. Nein, was hat er jetzt genommen? So. Ja, das war jetzt die Hoffnung. Ja, dann vergiss mal meinen Plan. Eine einfache Lösung muss her. Ich muss finden, wo die Lücken sind. Wo sind die falschen Dächer? Das ist falsch. Ich muss es zerstören. Damit das eben ist und passt. Man sagt ja eigentlich, mir ist kalt gerade wieder. Nee, ne? Boah, ist gerade noch geklettert. So. Hier oben sieht man es ja ganz gut, wo was zu lang ist und nicht. Hier passt ja perfekt. Dann hast du hier. Das muss weg. Erstmal das hier. Das hier. Das hat eh alles mit der Steinmauer kaputt gemacht. Das muss weg. Und das. Oh Gott, mein schönes Bad hat so viel Holz gesammelt für Scheiße und das alles für nix und wieder nix. So, da müssen wir jetzt mal gucken, ob wir das irgendwie mal gerade. Ach, ich kann auch gar nicht da durchlaufen. Blödsinn. Gerade dran snappen können. Echt aufpassen. Nicht falsch snappen. Seht ihr, da wäre schon wieder ein Fehler drin. Und im Endeffekt das Dach einfach zu haben, ne? Und da auch die Lücke nicht haben. Keine Lücken. Keine Lücken. Büßer. So, pass auf, wir fallen hier runter. Da geht's nicht, da fehlen tragende Teile. Da. Das muss ich jetzt schieben. Das ist so ineinander, aber. Aber das schimpft das Spiel ja nicht. Das macht's ja mit, seht ihr? Also, soweit ich das sehe, macht das Spiel das mit. Auch wenn du ineinander baust. Ist das schon, wie viel habe ich denn in der Tasche? Gut. Viele Latten, Leute. Aber dann habe ich auf jeden Fall keine Lücke mehr. Jetzt habe ich aber noch ein Loch in der Wand. Überraschung. Das hilft mir auch nicht sehr viel weiter.
So. Wie, das war's? Mann, das ist nicht lang. Ist nicht gut. Ablegen, nein. Leer ist die Scheißflasche. Scheiße. Guck mal, haben wir hier schon einen Schatten. Und hier drin ist immer noch minus 22 Grad. Egal, Fenster ist zu, alles zu. Interessiert das Spiel nicht. Das heißt, du kannst dich nicht mal wärmen nachts. Oder wie? Es ist absolut kleidungsabhängig. Ich habe keine Chance, das anders irgendwie zu lösen. Ich habe mit einer Zunbude. Aber vielleicht ist hier ja gar nicht richtig zu. Ich habe da irgendwo Lücken drin. Könnte ich mir noch vorstellen, dass sie nur so gut aussieht, weil die sieht ja nicht gut aus, aber dass sie halt so aussieht, als ob dazu wäre, aber gar nicht so ist. So. Auf die blödsinnige gesetzt dann. Naja. Er sagt mir, es fehlen ja tragende Teile, ne? Aber ich muss erstmal die fertig kriegen. Dann dürfte nichts mehr fehlen. Mann, die Bäume sind alle so weit weg mittlerweile. Irgendwie wird ja gleich wieder kalt werden. Meine Axt macht aber auch wirklich nicht mehr lange mit. Muss ich auf übelster Tour gehen, nur für eine Axt später, ey. Verdammt. Das ist nicht gut. Ach, da war doch altes Holz. Ja, schon mal gefällt. Ah, der Honig war aber gut. Oh, man sieht gar nichts hier. Ja. Die Axt diesen Baum noch mitmachen. Ich muss mir dann so eine Primitive bauen. Ja, leider. Ich kann ihn auch prügeln. Ne? Ne, den kann man nicht prügeln. Das geht nicht. Dafür brauche ich jetzt so Steine und so einen Scheiß, ey. Oh Mann. Noch eine Honigwabe, immerhin. Wir haben ganz viel Holz hier unten bei rumliegen. Und Steine, da sind ganz viele Stöcker. Die verschwinden immer aus der Nähe. Aber ein Stock. Zwei Steine. Brauche ich ja eh auch. In manchen Gebieten erkennt man Steine einfach ein bisschen besser. Hier so auf Hängen. Da. Hallo. Steini. Braucht zwei Steinis für eine Axt. Die hält natürlich nicht mal einen Bruchteil davon aus, was unsere andere da ausgehalten hat. Ach, ich finde einfach jetzt keinen einzelnen Stein. Ich will das mit dem Dach jetzt auch weiter ausprobieren auch.
Wassertank ist, wird da eigentlich relativ egal, ne? Interessiert ihn nicht, ja. Das 500 Liter Wasser. Was ist los? Er lässt ihn nicht los. Achso, ich bin gebückt. Dann lässt er den nicht los. Gut, brauche ich jetzt nur Bretter, ja, ne? Erstmal. Ist mir nur ein Stamm, zwei Stämme übrig. Rein technisch ist das nicht tragend genug, wenn man sich das anguckt, ne? Also müsste da echt einen Stempel hin. Nenne ich einfach mal eiskalt so. Aber wir gucken mal erst, was das Spiel von einem verlangt gerade. 3. Es ist eigentlich perfekt, ne? Aber das kann nur daran liegen, dass Struktur fehlt. Also eigentlich müsste es hier gebaut werden können. Ach, Holzschocker. Mein Gott, nö. Mach ich das halt mit der Pickaxe. Mit der Schrotflinte. Um einen Stein. Dann habe ich eine Axt. Spiel. Im Schnee die Matze finden, ey. Das ist echt gemeinsam. Gemein. Alter, wir sind schon wieder eine Stunde dran. Und ich habe das Dach nicht mal ansatzweise fertig gekriegt. Aber immer bin ich mal nicht gestorben. Aber ich glaube, ich bin auf einem guten Wege. Da ist ein Stein. Der schwebt in der Luft. Haha. Dann kommt es mir nicht Stein. So. Spitzhacke, Stirnaxt. Ach, den Schock haben wir ja verpulvert. Machen wir mehr. Mehr als wir können. Dass wir zu viel haben, wir lieber zu viel. Ne? Lieber zu viel als zu wenig. Ich kann mit dem Messer nicht so wild in so eine Büsche prügeln oder einen Stöcker kriegen. Müsste doch klappen. Ja, das klappt ganz gut. So, deine Axt. Die hält natürlich nicht viel aus. Was sollte ich überhaupt nochmal machen? Warum? Weil ich Stöcker brauchte. Nicht. Na, die ist gar nicht so übel, ne? Ach, so eine schöne Stahlaxt. Das wär's. Aber wir kommen auch erstmal mit der Primitiven aus. Die gibt uns genauso viele Materialien. Muss halt nur dreimal schlagen. Ist gleich schon im Arsch. So, auf Offen davon. Ich will immer im Stall reinrennen. Es sind immer noch drei Tiere. Entnehmen, entnehmen. Ja, wo ist denn das dann hin, wenn ich es entnehme? Die Frage stelle ich mir. Ja. Hier ist es auf jeden Fall voll überall zu. Das habe ich mir übrig gelassen. Wo habe ich die andere Honigwabe hingetan? Gerade volle Möhre. Wenn sie nicht vergammelt. Was brauchen wir noch mal?
Für den Bienenstock. Eine Wabe. Zweimal Honig könnte ich jetzt herstellen. Da brauche ich nur eigentlich nur eine Bienenwabe. So, es sind alle Dächer dicht und gleich. Ne, bis auf diese Wand hier, die mir die wahrscheinlich die Hölle heiß machen wird. Na, also an sich finde ich zu. Also, man könnte jetzt bauen. Rein ganz grob gesehen. Ich darf es halt nur nicht. Es gibt nur extra für Struktur, nur Dach. Muss ich gar nicht. Aber das kann ich jetzt ja nicht machen hier. Das wäre geil, wenn man das einfach hier so oben so draufsetzen würde. Und zu wäre die Geschichte. Ja, das wäre schön. Aber wir haben natürlich die andere Strukturversuch. Ach, das ist Blödsinn. Boden. Er sagt hier überall nein, nein, nein. Da ist aber nichts im Weg. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass da nichts im Weg ist. Es fehlt hier einfach genau da. Man sieht sogar, wo die Schneelinie lang geht. Nein, ich will schon ganzen haben. Genau diese Struktur. Dafür habe ich zwei übrig gelassen. Als tragende Teile. So, ja, kommt schon die Bauaufsicht, hört er. So, so, jetzt aber bitte, bitte. Es macht's nicht. Jetzt ist es auch noch abgestürzt. Naja. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann.